Wir sehen Schnelligkeitstraining, kurze Bewegungen vor und zurück und dann ein Antritt Richtung Ball mit Torabschluss. Man kann sagen, man kann das mit allen entsprechenden Athleten oder Athletinnen machen, egal welches Niveau oder beziehungsweise Level. Je nachdem, was die Qualität von demjenigen ist, kann man den Umfang beziehungsweise die Intensität anpassen. Ja, immer wieder diese kleinen, schnellen Bewegungen, die wir im Fußball haben und die entsprechenden Mechanismen und natürlich dann am Ende Technik, Torabschluss. Drucksituation erzeugen, so spielnah wie möglich trainieren.